Ja, hallo Freunde des netten Supports. Ich habe ja schon viele Angebote bekommen, das iConversion-Problem mal genauer zu analysieren, unter anderem von Blauer Energie, der wollte mit Messgeräten vorbeikommen. Ich glaube, der Kanal hat auch schon mal gesagt, er wollte mir helfen. Nicht zuletzt iConversion wollte ein Außenteam vorbeischicken. Alles ist bis jetzt nicht passiert. Nicht so schlimm, aufgrund von Corona kann sowas natürlich sich ein bisschen verzögern. Allerdings dauert es mir ein bisschen zu lange, bis jetzt da eine Lösung gefunden wird. Also habe ich mir überlegt, kümmerst du dich selber um eine Lösung? Genau, und dann habe ich mal rumgefragt. Ich bin ja mit diesem Heumalz-Wechselrichter sehr zufrieden und ich habe jetzt tatsächlich auch jemanden gefunden. Alpha Solar möchte YouTuber Lars supporten und somit habe ich jetzt auch einen dritten Kanalunterstützer schon. Sowas ist natürlich eine Chance für YouTuber, auch ihren Kanal gut zu finanzieren und ich hoffe, dass es mir gelingt. Ja, insofern, in diesem Karton ist noch ein bisschen mehr als nur ein Wechselrichter, aber dazu komme ich dann in folgenden 2-3 Videos noch drauf zu, da das alles natürlich ein Video längst sprengen würde, wenn ich jetzt die Sachen alle in einem Video verpacken würde. Aber was da kommt, ja, wenn euch das interessiert, das wird euch auf jeden Fall interessieren, dann abonniert auf jeden Fall schon mal den Kanal, das kann ich als Tipp geben. Jetzt werden wir erstmal das langwierige Unboxing machen und da reinschauen, wo der Wechselrichter ist, welcher Wechselrichter das ist. Den werde ich dann im Garten anbauen, sodass meine 630 oder 650 Watt Peak endlich auch zu 100% genutzt werden können. Denn so, das ist also alles, was mitgeliefert wurde. Ein Schuko-Stecker, ein AC-Kabel und natürlich der Wechselrichter. Das ist der HM600. Hat zwei Eingänge. Hier sind die DC-Eingänge mit MC4-Steckern für die Solarpaneele. Und das ist die AC-Eingangsseite. Und das ist die AC-Ausgangsseite. Also wenn man jetzt noch mehrere Heumals hat, dann kann man die zum Beispiel, also ich könnte jetzt meinen 300er noch hier an die AC-Seite einstecken. Der würde das erkennen und das, was hier kommt, würde er mitnehmen und zur Steckdose bzw. hier zu diesem Ausgang. Das wird ja dann später so zusammengeklemmt. Man kann auch diesen Eingang jetzt nicht an den anderen Eingang klemmen. Das ist also auch idiotensicher zu installieren. Die zwei MPPT-Tracker, die hier vermutlicherweise drin verbaut sind. Also er hat MPPT-Tracking. Ich weiß jetzt nicht, ob zwei verbaut sind oder nicht. Ich habe, glaube ich, sowas mal gehört. Beschwören würde ich es jetzt nicht, weil ich habe es nicht in den Datenblatt gefunden. Also das ist das, was ihr alles bekommt, wenn ihr jetzt hier bestellt. Alle Datenblätter, Bedienungsanleitungen gibt es im Shop natürlich zum kostenlosen Download. Und ja, dann nur noch diesen Stecker hier installieren und dann kann man das da reinstecken, die beiden Module dran und fertig ist die Laube. Genau, das machen wir jetzt mal und dann schauen wir mal, wie viel Strom heute bei diesem Wetter rauskommt. Hier muss ich mich jetzt kurz korrigieren. Also wenn man die Ausgangsseite hier in die Eingangsseite stecken möchte, das würde passen. Und insofern, muss ich mich korrigieren. Es ist nicht idiotensicher. Allerdings wird dabei diese Kappe geliefert und die passt nur hier. Insofern ist dann eigentlich auch klar, das muss irgendwo anders rein. Genau an diesen Schutzkontaktstecker. Das ist der Ausgang und damit wird eingespeist. Ja, bei so einem Zusammenbau immer auf die Modulspannung achten und auf die Eingangsspannung des Wechselrichters. Dann kann man da auch nichts falsch machen, wenn man diese beiden Faktoren kennt und die übereinstimmen. Dann ist das kein Problem. Immer gucken, dass die Eingangsspannung des Wechselrichters halt nicht niedriger ist als die Leerlaufspannung des Solarmoduls. Dann kann nichts passieren. Andersrum ist es natürlich genauso, wenn das Modul weniger Spannung hat als die Eingangsspannung bzw. die Arbeitsspannung des Wechselrichters, dann fängt er gar nicht erst an zu arbeiten und dann gibt es natürlich auch Konflikte, aber hier sollte jetzt hoffentlich alles funktionieren. Ja, natürlich war das jetzt nicht die endgültige Version der AI-Conversion-Problemlösung. Einfach nur ein Austauschgerät, hat also auch nicht funktioniert von iConversion. Ein Austauschgerät eines anderen Herstellers hat jetzt also funktioniert. Ich will nicht sagen, dass iConversion die Teile nicht funktionieren oder so, um Gottes Willen. Das habe ich ja auch widerlegen können in einigen anderen Aufbauten, also bei
Frau Meier, Müller, Schulze habe ich es aufgebaut, da läuft der iConversion einwandfrei. Hier vorne in diesem Raum hier, wo die Verdrahtung halt nicht von mir ist, allerdings trotzdem sehr wüst, denn es ist ein Altbau, da funktioniert er auch. Und ja, also das ist dann, wie zum Beispiel iConversion gesagt hat, dass es an dem Pumpenwerk um die Ecke, dass es daran liegt, das kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, warum geht es dann hier vorne auf dem Hof, nur hinten im Garten nicht. Und manchmal hinten im Garten geht es ja auch. Also es ist wirklich mehr als kurios und suspekt, ich finde den Fehler nicht. Und daher sollte es jetzt nicht die letzte Lösung gewesen sein, sondern ja, erstmal vorübergehend. Ja, die 24 Volt Inselanlage ist also über Winter abgebaut. Der LiFePO-Akku ist hier eingemottet, da ist er nicht ganz so doll den Minusgraden ausgeliefert. Und ich denke mal, das wird dem Akku auch nichts schaden. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich dann besser sein, den im Winter hier drin zu lagern, weil ich ja sowieso kaum im Garten bin, brauche ich also auch keinen großen Speicher da draußen. Und ja, das bisschen, was jetzt noch von der Sonne kommt, das kann auch direkt ins Hausnetz, wenn es 40 Watt sind, keine Ahnung, bei solchem schlechten Wetter wie heute. Und wenn dann doch mal gute Tage sind, ja, dann geht es halt auch mal in die Richtung, wo es eigentlich hingehen sollte. Die Installation war jetzt nicht die Installation, die ich jedem empfehlen würde. Na klar, mit dem Schuko-Stecker, das ist immer noch recht umstritten. Aber als ich meins angemeldet habe, da habe ich halt das mit der Einspeisesteckdose durchgestrichen, habe hingeschrieben, üblicher Schuko, also so drüber gekrickelt, meine Unterschrift runter und ab dafür. Wie gesagt, bis jetzt kam noch nichts und ich wüsste auch nicht, was da passieren soll. Ja, ich habe hier noch, weiter zum Aufbau noch. Ich habe noch ein paar Sachen da, ja, es hängt jetzt halt draußen, relativ geschützt vor Feuchtigkeit und Nässe, das sollte man beachten. Ich hätte es jetzt auch in die Hütte hängen können, aber ja, es hängt sowieso nur die paar Tage jetzt bis im Mai spätestens die Sonne rauskommt und ich wieder im Garten bin. Ja, bis dahin wird der so hängen, wie er jetzt hängt. Und er nimmt halt von beiden Solarpanelen den Strom optimal an, das funktioniert sehr gut. Ja, insofern die beste Option, seine Inselanlage vielleicht überwintern zu lassen, dann schont man die Akkus. Und ich werde jetzt in den nächsten 2-3 Videos die DTUs vorstellen von Heumalz. Ja, so eine Visualisierung ist auf jeden Fall immer eine tolle Sache. So kann man sehen, was man gerade auf seinem Balkonkraftwerk produziert und ob das ausreicht, um die Grundlast zu decken etc. Gut, wie weit das jetzt geht mit Strommessungen und ja, ob es auch Verbrauch misst an der Phase, wo jetzt zum Beispiel das Ding dran ist, das weiß ich alles nicht, da bin ich gespannt und ich wäre überrascht, wenn es so ist. Aber ich denke mal, es ist halt auch eine ganz normale, ja, Erfassung von den Daten, wie viel Strom gerade von den Panels kommen und wie viel man dann halt über die Monate gesammelt hat. Okay, ich hoffe, das Video war für euch interessant und hier geht's weiter interessant auf dem Kanal weiter. Ich bedanke mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Euer YouTuber Lars sagt Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.